Ali sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 21. Januar 2023. Ja, erstmal den Überblick verschaffen. Es geht nach Playa. Heute in die Sita. Unterwegs zeige ich euch noch das Vital Suites. Der nächste Aussichtspunkt, jetzt schauen wir hier erstmal rüber. Ja, viel Sand und Wind wieder am Strand von Maspalomas. Und deswegen gehe ich da jetzt nicht hin. Ich wollte eigentlich ein bisschen Wellen zeigen, aber ich sehe von hier oben, da gibt es keine großen Wellen. So, dann wurde ich gefragt in den Kommentaren, wie es denn mit der Baustelle hier aussieht. Ja, schaut euch an, hier die, ich glaube, Dreifamilienhaus, was hier gebaut wird. Da ist jetzt gerade Keller fertig, Erdgeschoss, die erste Decke. Mal sehen, wie hoch das wird. Ja, das ist wohl auch eine sehr, sehr gute Lage hier am Golfplatz. Aber man muss immer lang fahren, hier den ganzen Weg zurück. Hier gibt es keine Straße direkt nach oben, hier entlang am Sportplatz, am Golfplatz da vorbei und dann über den Campo International bzw. Campo de Golf zurück. Ja, das ist jetzt der erste Überblick und von hier oben sieht das sehr schön aus. Mal der Blick hier in die Berge. Wir haben hier gerade so eine Ecke, wo wolkenfrei ist, blauer Himmel zu sehen. Das sieht hier Richtung Telde, Richtung Las Palmas ganz anders aus. Temperaturen 22 Grad. Hier fährt der 30er nach Las Palmas. Der fährt über Parque Tropical. So, weiter geht's. So, auf halbem Wege Richtung Sita, Richtung Rio Palas, auf der Avenida Gran Canaria befindet sich das Vital Suites mit dem Restaurant El Cielo. Schon lange kein Geheimtipp mehr, aber wer noch nicht, ich höre das oder lese das in den Kommentaren. Der ein oder andere kennt es nicht, es ist auch sehr unscheinbar hier an der Straße gelegen, kurz vor dem Sandclub. So, und wer also noch nicht hier war, ja, wird eingeladen, mal die Anlage zu besuchen, beziehungsweise auch das Restaurant. Gutes Essen, Frühstücken auch, Klaus hat darüber berichtet. Wir schauen uns jetzt mal die Werbung an. Frühstück von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr, Restaurant, Terrasse 12.30 Uhr bis 22 Uhr. Und die Sunset Bar, das empfehle ich, 11.30 Uhr Vormittag bis 23 Uhr. Und das ist der Blick, den schauen wir uns gleich an. Ja, und hier gibt es einen salzhaltigen Pool, türkisches Bad, Solarium, finnische Sauna, Wechselduschen, Kaltwasserbecken. Ab 20 Euro kann man sich hier verwöhnen lassen. Also einfach mal schauen, Vital Suites, Spa und Wellness für den Publikumsverkehr geöffnet. So, und wir gehen jetzt da ganz einfach mal hinein. Durch die Rezeption geht es dann die Treppe nach unten. Ja, einmal hier die Lobby, die Bar und dann der Blick hier schon mal hier raus auf die ganze Poollandschaft. Ja, also es ist auch sehr beliebt bei den Gästen. Ich habe einige gehört, die das in Anspruch genommen haben. Ich selber war schon mal hier. Nach einem gesundheitlichen Problem hatte ich hier so eine kleine Reha. Und das war auch sehr gut, kompetent, muss ich sagen. Und ja, die haben das gut hingekriegt. Das waren damals 10 Behandlungen. Und so, jetzt gehen wir hier in den Garten. So, man hat hier ja den unteren Bereich und hier oben die Apartments so im Halbkreis angelegt. Wir schauen uns das jetzt mal hier an. Eine Ruhe, eine Oase. So, und das sind jetzt die Häuser, die wir vorhin gesehen haben von der anderen Seite. Das ist die Realität heute hier am Samstag, so ruhig über dem Golfplatz von Maspalomas und hier auch wenig Wind. Ganz klar, wir sind hier ein paar Meter unten.
So, das schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Hier sehen wir die Berge Montagna Ladata, Salobre, Sonnenland. Unten der Campo International und Campo de Golf. So, und jetzt geht es Richtung Meloneras. Bahia Meloneras kommt jetzt dann auch gleich ins Bild. Via del Conde und die Rio Hotels. Baobab. Costa Meloneras, der Leuchtturm und dann das Palm Beach. Ja, schaut euch an, wie schön das hier auch ist. Angelegt ist der Garten alles. Und hier absolute Ruhe, kein Wind hier in dieser Etage. Ihr seht, wie sich die Palmen bewegen da oben, aber hier absolut ruhig. Ja, auch viele Stammgäste hier, die hier Urlaub machen. Ja, schöner kann man kaum wohnen und vor allen Dingen ja hier der Vorteil im Vergleich zum Rio Palace, die Ecke zu dem Anlage auch Monte Carlo. Hier gibt es keinen Sand, hier fliegt kein Sand. Für mich persönlich hier eine der schönsten Ecken. So, schaut euch an hier, der Blick. Ich muss mal die Anlagen da unten auch wieder besuchen. So, jetzt geht's wieder zurück. Ja, ich werde an der Rezeption jetzt auch mal fragen, wenn jemand Langzeit hier sein möchte, was es da für Konditionen gibt. Also Langzeit, ich meine jetzt einen Monat und länger. So, hier oben wieder etwas Wind, aber immer noch nicht dramatisch. Immer noch gut auszuhalten. So, und ich gehe jetzt hier am Pool direkt wieder zur Rezeption. So, und unten hier, beziehungsweise hier rechts, geht es zum Spa-Bereich. Ja, die Preise bewegen sich zwischen 120 und 145 Euro pro Nacht für zwei Personen. Je nach Saison, je nach Jahreszeit. Also es ist auf jeden Fall, ja, ich habe gefragt wegen Langzeit und die sagen, nein, das ist eigentlich ein Hotel. Und die vermieten die Zimmer ebenso, wie sie angefragt werden, wochenweise, vielleicht auch mal monatsweise. So, weiter geht's. Ja, ursprünglich wollte ich jetzt noch mal Richtung Rio Palace fahren. Aber der Wind hier, der macht mir einen Strich durch die Rechnung. Da ist mir dann auch oben an der Promenade hinterm Rio Palace zu viel Sand. Und das verkneife ich mir heute. Wegen den Augen und der Kamera, das ist nicht gerade gesund für die beiden Sachen. So, sieht da, ja, ich gehe jetzt noch mal zu Organic Food. Ich brauche was, was ich woanders nicht bekomme. Und wir haben hier ein Problem mit dem Versand mit zum Beispiel Amazon, dass viele Sachen hier nicht geliefert werden.
Aber eben dann über den Organic Food, über den Laden, bekommt man die Sachen und die sind gut für Qualität und eben auch vom Preis richtig akzeptabel und günstig. Ja, hier war früher in der, auf der linken Seite war der Supermarkt, also der ist hier immer noch, der spanische, und da hinten war der deutsche. Den gibt es jetzt nicht mehr. Was ich euch empfehlen kann, wenn jemand mal ein bisschen was Ausgefallenes sucht, ein bisschen ausgefallene Hemden, dann ist er hier richtig gleich der Eingang rechts. Und hier gibt es richtig gute, schöne Sachen, die man nicht überall sieht. Aus Brüssel und Paris die Mode. Und ich habe schon mal drüber berichtet. Also richtig schöne, schöne Sachen hier. So, hier nochmal unser Reformhaus. Jetzt mit neuer Info oben drüber, mit der neuen Reklame. Und zwar, ich schaue nochmal, werfe nochmal ganz kurz einen Blick hinein. Mehrere tausend Produkte, die ihr hier bekommen könnt, die es vielleicht auch woanders gar nicht gibt. So, weiter geht's. Ich sage tschüss. So, und jetzt geht's hier nochmal ganz kurz nach oben. Wenn wir schon hier sind, dann laufen wir hier doch auch einfach mal durch. Es ist ja keine Hauptzeit jetzt, ist ja alles noch sehr ruhig, aber durch den Wind sind doch einige, die sich hier dann eben schon verlaufen haben. So, der Blick hier von hier oben. Und hier geht's zum Martin, die Machbar. Also, alles ist machbar in der Machbar. Gute Laune, Stimmung, Musik. Die Bierstraße, wie sie genannt wird. Da ist dann auch immer richtig was los. Und gegenüber die Golden Moments. Nicht zu verwechseln mit den Sweet Moments. Die sind in der Sandia. So, und hier geht's dann wieder in die Sonne auf die Terrasse. Hier die Café Marlene. Ja, die Wolken kommen immer näher und zwar immer tiefer und immer dichter. So, hier ist Café Marlene und da haben wir dann Café Wien da hinten, gute Kuchen und Kaffeespezialitäten. So, und hier sitzen die Leute gerne in der Sonne, genießen dann auch die Windstille hier. Ja, viele von euch waren auch schon hier, die haben hier gesessen. Und hier gibt es jetzt alles. Hier gibt es den Rotwein, den Kaffee, den Kuchen, das Bier und die Sangria. Hier die bekannte Westfalia-Terrasse. Auch ein ganz bekanntes Restaurant, früher Savoy. Ich weiß nicht, ob es offen hat. Ja, für die, die lange nicht mehr hier waren, so schaut es hier aus. Vielleicht sollte man das auch doch noch mal ein bisschen genauer machen. Einmal alles ein bisschen, aber das kann ich nicht machen, wenn Publikumsverkehr ist. Das mache ich nicht. Auf jeden Fall gibt es hier auch was zum Tanzen. Heikes Nummer 2 Dance, die Tanzterrasse. So, und jetzt wieder auf die Erdgeschossebene. Und hier der Supermarkt, für die, die einkaufen möchten, der Spar Supermarkt, gutes
Sortiment. Und jetzt geht es wieder Richtung Ausgang. Ja, auch das ist hier möglich, aber nicht erlaubt, Fahrradfahren. So, und da vorne, da ist wieder einer meiner Lieblingsläden, gerade wenn es um besondere Zeiten geht, um Steine, um ein bisschen Schmuck, um Kunsthandwerk. Ja, hier ist es spanisch, hier ist es auch ein bisschen lauter. Aber das ist freundlich, nett, höflich hier und hier wird man gut bedient. Ja, und den Laden, der hat jetzt leider zu, den gibt es seit über 40 Jahren hier, ist leider unbeleuchtet, hat vielleicht Urlaub. So, jetzt sind wir schon wieder fast am Eingang, Ausgang, am schiefen Turm von Pisa. So, und hier geht es dann rechts in den Keller. Hier das frühere Bavaria. Viele können sich daran erinnern, die Aachener Kaschemme seit 1987, die Stimmungskneipe gibt es auch noch. Bavaria gibt es nicht mehr. So, ich gehe jetzt durch den anderen Ausgang hinaus. Das ist der schiefe Turm von Pisa. Und jetzt gehen wir einmal hier rum, diese Richtung. Ja, da vorne habe ich schon auch erwähnt, Fragen im Kommentar, wo man Analysen, Blutanalysen oder sonstiges machen kann. Da vorne rechts neben der Apotheke, da ist das möglich und da geht es ja auch. Jetzt zur Strandpromenade, das meiden wir heute wegen dem vielen Wind. So, weiter geht's und ein Stopp machen wir noch. Ja, Taxiplätze gibt es hier zwei, einen auf der Seite, an dem Eingang und am schiefen Turm von Pisa. Und wenn hier mal gar nichts läuft, dann muss man ein paar Meter vorgehen an den Kreisel und da wird man dann schon fündig. Ja, und hier befinden wir uns direkt an einem der beiden Eingänge vom Shoppingcenter La Sandia. Das ist die Wassermelone. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt auf die Schilder hier verlassen, die hier oben angebracht sind. Denn da ist auch einiges nicht mehr aktuell, aber hier ist immer auch ein bisschen was los. Hier ist auch ein bisschen Musik, Live-Musik, manchmal auch Tanz, Unterhaltung in der Erdgeschossetage. Und der Lucky ist auch hier, der ist in der oberen Etage, also hier den Eingang rein. Und da oben sieht man schon das Schild, da heißt es die Larifari Lounge, könnt ihr jetzt sehen. Einfach die Treppe am Ende des Gangs nach oben gehen und dann seid ihr schon. Richtig, ja. Der Treffpunkt Donnerstag, gute Laune auch und ein bisschen Spaß und ein bisschen Unterhaltung. Wir sind ja befreundet seit 35 Jahren und haben auch viel miteinander erlebt schon in der Zeit. So, und jetzt geht's hier weiter am Gold. An der Anlage, das war ja früher Carmen, hieß das, Apartamentos Carmen.
auch bei den Gästen sehr, sehr beliebt, wie gegenüber Anama Suites, 4 Sterne, das Haus hier. Auch schick gemacht hier. So, jetzt ist die Zeit, wo auch wieder die ersten Busse ankommen. Die Abholer, die sind schon weg. Oder die meisten. Ja, das Einkaufszentrum La Sandia wurde oft verwechselt mit dem Jumbo-Zentrum. Ich habe 2 Gäste, die haben die Sandia gesucht und sind im Jumbo-Zentrum gewesen. Nein, das ist unweit. Hinter mir ist die Sita. Jetzt hier Sandia und ein paar Meter weiter, ich zeige es euch noch, da ist dann das Jumbo-Center. So, das da vorne ist das Medico Center Felipe Caseras. Und dann danach seht ihr schon den Minigolfplatz und das Jumbo-Zentrum. So, ich mache jetzt hier erstmal Stopp. Ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle und sage ganz einfach hasta luego. Macht's gut, bleibt gesund und vielen Dank fürs Dabeisein. Heute mal nicht am Wasser wegen dem Wind und dem Sand. Und ich hoffe, dass es ab morgen wieder besser wird. Ich sage hasta luego.